Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Wir haben der Allianz geholfen, wieder mal. Was müssen wir ja machen, das sollen wir ja machen. Ob wir so ein Admiral Hackett davon berichten. Ach du Scheiße, wo ist denn Admiral Hackett? Ist der nicht auf unserem Schiff? Presley. Was? Aha. Hackett, 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 Hackett. Ich kenne Hexet. Aber. Wo ist denn Hackett? Admiral Hackett. Huch. Ich konnte Tums überreden, den wissen schon. Wo ist denn Hackett? Ich darf in diesen Kommunikationsraum gehen, vielleicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der sein könnte, der Hackett. Kaidan. Der hier. Chakwa, Medigel, Medigel aufstürzen. Stoppen. Ja, ne, die brauchen wir nicht. Da ist nur Presley. So, Joker bringt uns nichts. Zum selben Ort. Ich versuche nochmal. Okay, das geht auch nicht. Das bringt halt gar nichts. Okay, ja, ne, Hackett. Wir müssen mit Hackett. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich habe Ihren Lagebericht gelesen, Commander. Ich bin froh, dass Sie Dr. Wayne bei lebendigem Leibe festnehmen konnten. Nun können wir ihn vor Gericht stellen und einige Antworten erhalten. Corporal Tooms scheint seinen Frieden gefunden zu haben. Hoffentlich kann ihm die Therapie wieder ein normales Leben ermöglichen. Danke nochmals für Ihre Hilfe, Commander. Fünfte Flotte Ende. Okay, anscheinend war das Richtige. Ja gut. Ja, das war alles richtig. Okay, Strenuus Feale Kopfnebel, okay. Dürfte man finden. Da. Strenuus. So, und neue Planeten. Tessalgon. Die auffällige Blaufärbung des normalen Wasserstoff-Helium-Gases in Tessalgon wird durch Spuren von Methan in der Atmosphäre verursacht. Aha. Xavin. Warnung, Kältegefahr der Stufe 1. Xavin hat eine dünne Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Ethan, die hauptsächlich aus Kobalt und Kupfer vorkommt. Bestehende Oberfläche ist permanent gefroren. Die klimatischen Bedingungen sind problematisch. Heftige Eisstürme peitschen ununterbrochen über die Planetenoberfläche. Okay. Trelu. Trelin ist eine unbevölkerte Felsenwelt mit einer dünnen Atmosphäre aus Xenon und Krypton. Die Oberfläche besteht maßgeblich aus Eisen- und Magnesiumsilikaten. Die Oberfläche weist viele tiefe Krater auf. Von Landungen sollte hier abgesehen werden. Ein bestimmter Religionskult der Salarianer behauptet, dass sie einige sich überlappende Kratermuster in der südlichen Hemisphäre ihren Göttern ähneln. Aha. Schien. Antiara. Antiterra ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant, der Spuren von Ammoniak aufweist. Die Kohlenwasserstoffe in der Atmosphäre verleihen dem Planeten seine signifikante braune Färbung. Helium-3-Vorkommen. Und dann haben wir noch Juntorl. Juntorl verfügt über eine sehr dichte Atmosphäre komplexer Kohlenwasserstoffe und wurde bis heute nicht detailliert untersucht. Die warme Planetenoberfläche ist komplett mit einem Ozean aus flüssigen Kohlenwasserstoffen bedeckt. Es gibt Anzeichen dafür, dass die tieferen Regionen des Planeten Ozeans von primitiven Lebensformen bewohnt werden.
Wir haben ein Medaillon gefunden. Und ich bin verwirrt. Trilyn? Trilyn? Nee. Antitara? Hab ich irgendwas versehen? Wo wir landen konnten? Untorl? Xavin? Was? Begeben Sie sich in das Strenuus-System des Pferdekopfnebels und suchen Sie nach Spuren, die auf den Standort von... Ich bin auch Strenuus, ne? Ja. Sein. Tesalga und so. Die nächste Bahn ist... Ne, das ist die innere Xavin, ja, bringt nix. Kann ich nicht drauf. Trilyn? Du auch nicht. Antitara? Auch nicht. In der Sonne ist nix und Juntorl, ja, ja. Das bringt jetzt halt gar nichts. Ja, kann ich nicht machen. Das ist blöd. Ein Wettlauf gegen die Zeit. So. Sie müssen die Welten Feros, Noveria, das Artemis Tau Cluster und Würmeier erkunden, um Hinweise auf die Röhre zu bekommen, bevor Saren sie findet. Ja gut, das ist ja nur so eine grobe Mission. Würmeier. Begeben Sie sich nach Würmeier, um das Salarianische Team zu treffen. Das könnten wir doch mal machen. So. Würmeier. Da hinten. Ach du Kacke, ist das weit weg. Würmeier hat nur Hock. Okay. So, was haben wir denn hier wieder Schönes? Ein Prisykler. Prisykler ist eine kleine terrestrische Welt, das nicht einmal eine dünne Atmosphäre vorhanden ist. Die gefrorene Oberfläche besteht aus Magnesium, Silikaten und Kohlenstoffvorkommen. Vor kurzem hat eine Piratenbande aus dem Terminus-System mit Hilfe von Schiffslasern eine Botschaft in die Planetenoberfläche gebrannt. In einen 100 Meter hohen Lettern rühmt die Inschrift die militärische Stärke und Klugheit von Captain Zeich. Eine kleinere Inschrift darunter stellt eine derbe Beleidigung der Menschen dar. Man sieht das hier leider nicht. Schade. Chloroplon. Chloroplon ist ein relativ kleiner Wasserstoff hier im Gas, gern mit einem Methannebel in der oberen Atmosphäre. Das ist Würmeier selbst. Nemata. Nemata ist ein terrestrischer Planet mit einer dichten, nebligen Atmosphäre aus Ammoniak, Methan und einer Mischung anderer Kohlenwasserstoffgase. Die hauptsächlich aus Nickel- und Eisenvorkommen bestehende Oberfläche ist dringend heiß. Da der Planet eine 1,4-mal höhere Dichte als die Erde aufweist, gibt es keinen Zweifel daran, dass es auf Nemata große Vorkommen an schweren Elementen gibt. Die Erschließung des Planeten durch Minen könnte höchst hoch profitabel sein, aber die tödliche Hitze und die hohe Schwerkraft würden sehr hohe anfängliche Investitionen heraussetzen. Und in Anbetracht der instabilen politischen Verhältnisse in dem nahegelegenen Terminus-System ist es unwahrscheinlich, dass jemand dort investieren wird. Ja, das denke ich auch. Jarfor ist eine Art Jupiter, heißer Jupiter, der die Sonne relativ dicht umkreist. In der Atmosphäre dieses Wasserstoff-Helium-Giganten finden sich Silikat- und Natriumschichten. In seiner Zusammensetzung ist er dem 51 Pegasus-Planeten Bellerophon, in einer der ersten von den Menschen im späten 20. Jahrhundert entdeckten extrasolaren Planeten, sehr ähnlich. Trotz seiner Größe hat Jarfor eine relativ geringe Masse. Die unglaubliche Hitze des Hock-Sterns hat die Ausdehnung der Atmosphäre verursacht. Jarfor hat sogar eine so geringe Masse, dass er an die Schwerkraft von Hock angekoppelt ist. Der Temperaturunterschied zwischen dem sonnengewandten heißen Pol und dem dunklen kalten Pol verursacht konstante und heftige Wirbelstürme. So, und jetzt Würmeier.
Vermeier ist eine fruchtbare Grenzwelt, ideal für die Besiedlung durch kohlenstoffbasierte Lebewesen. Durch die vielen Ozeane und die Orbitalposition in der inneren Lebenszone hat sich auf dem Planeten ein breiter Äquatorialgürtel mit einer feuchttropischen Landschaft ausgebildet. Leider hat die politische Instabilität der nahegelegenen Terminus-Systeme die Kolonialisierungsbemühungen aufgehalten. Die häufigen Überfälle durch Piraten und Sklavenjäger gefährden eine sehr sichere Besiedlung. Hier haben wir eine Tageslänge von 22 Erdtagen, einen 0,9 Atmosphärendruck, 32 Grad und 0,86 G. Sehr schön. Wir nehmen mit Niyama und Tali. Ich glaube, das sind echt die wichtigsten für solche Missionen. Jo. Ich bekomme ein Signal herein. Das muss das salarianische Team sein. Aha. Das sind gewaltige Verteidigungstürme. Setzen Sie den Marco ab. Wir gehen rein und holen Sie raus. Na wunderbar, nicht. Ich werde versuchen, Sie unterhalb des Radarbereichs reinzubringen, Commander. Da sind wir noch. Saubere Landung, Commander. Gut gemacht, Joker. Bleiben Sie außer Reichweite und fahren Sie mit Ausweichmanövern fort, bis ich die Flugabwehrtürme ausgeschaltet habe. Danke, aber ich kenne den Ablauf. Wir treffen uns am Camp, sobald die Türme offline sind. Joker, Ende. Okay. Und wir müssen einmal hier durch, okay. Bin da wieder da. Aha. Nichts Gefährliches. Das heißt, wir müssen es eigentlich auch nicht töten. Ah, klug gelöst. Da sind so viele Felsen, dass man gar nicht in die Gefahr laufen kann, ins Wasser zu fallen. Eine Geldrakete. Wir wollen ja schließlich sauber arbeiten, dann müssen wir alles tun. Oh, sorry. Ich töte die ganzen einheimischen Lebensformen. So. Achso, das ist. Ich dachte, da wäre eine Höhle. Da erst im Moment so aus. Okay. Schön, dass der Marco gefühlt sicherer ist als die Normen selbst. Die kann ja einfach rein, ne, aber Normen die nicht. Wow. Auch wieder Gewitter, ey. Was ist denn das? Überall Gewitter hier. Da hinten wartet gleich was Großes. Können wir damit... Ne, ich mach's lieber nicht. Nachher scheitert das wieder. Aha. So, ein Traum. Perfekt. Ist das alles? Ich denke mal ja. Heieiei. Was ist denn hier? Naja. Danke für die Durchfahrt, Leute. Oh, hä. Ich würde den mal gerne mit unseren Handwaffen spielen. Stufenaufstieg. Wow. Es gibt zwei Wege hier sogar. Eieiei. Das ist ja ganz raffiniert. So. Perfekt. Oh Gott, das sieht aus wie ein Spuk. Das ist nur eine Welle. Jetzt leben. Ah, ja.
Wir haben es, glaube ich, mit Giftschaden ausgelöscht. Hier ist noch was. Ein Koloss. Aha. Was sind wir da? Noch ein paar von den Kampfläufern. Harmlos. Harmlos, harmlos, aber ein bisschen weg. So, wenden in einem Zug. Hat man uns ja in so einer Fahrschule gelernt. Können wir über diesen Felsen rüber? Dazu ist sie noch nicht. Der Marco nicht fähig. Wieso zu viel nix? Nicht. Wir müssen einen Weg finden, ihre Artillerie auszuschalten. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir sollen die da lassen. Okay. Wow. Ich glaube, über die Treppe müssen wir zu Fuß rein. Na, wunderbar. Das dürfte aber auch kein Problem geben. So. Hallo. Okay, der ist tot. Aha. Flaksteuerung. Deaktivieren die mir bitte mal. Ich sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Okay. Naja, was ist hier so drin? Pistolen und Präzisionsgewehre. Interessant. Eine bessere Pistole, Tatsache. Sehr schön. Eine Laufverlängerung, die noch mehr Schaden macht. Oh Gott, ich habe wieder so viel Kacke hier. So. Oh Mann, Leute. So. Ausrüsten. Munition 40% gegen die Dinger. Und ich kann das Ganze verkaufen. Ich habe einfach viel zu viel, ne? Habe ich das schon mal gesagt? Und warum habe ich die Protonenladung? Ich verkaufe die doch immer, wenn ich das sehe. Das ist unfassbar. Mensch, 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 Mensch. Oh Gottes Willen, ey. Schrecklich. So. Präzisionsgewehre gibt es auch wieder. Hier habe ich schon Punisher. Ein Hammer, den ich nicht brauche. Hier eine bessere Schweiker, ja. Okay. Rüstungen. Nichts weiter Besonderes. Kann ich... Ach, ich habe wieder Punkte zu vergeben. Das ist auch sehr schön. Niyama kann heben weitermachen. Tadi kann erstmal die Pistole. So. Und dann die Dämpfung. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Sagen wir, Cut. Ich würde sagen, bevor wir gleich hier weiterfahren, mache ich einen Cut und wir begeben uns in eine neue Folge. Bis dahin und tschüss.